Champion, können wir sprechen? Ergänzt eure Stärke stets mit Weisheit. Die Schildwachen stehen bereit. So gut wie erledigt. Möge die Göttin euch beschützen. Auf euer Zeichen. Wir treffen uns in Lunedan. Kommt schnell und leise. Ich höre. Kleiner, grüner Drache. Ganz allein. Ich habe den Aspekt eurer Art gejagt, eure werte Mutter. Doch ihr müsst genügen. Was wollt ihr? Ich weiß, was euer Schwarm verbirgt. Einen jungen Weltenbaum. Weggesperrt im smaragdgrünen Traum. Und ihr werdet mich dorthin bringen. Ich werde mein Volk nie verraten. Damit das klar ist, ich werde jeden Drachen töten, der sich zwischen mich und die Macht dieses Baumes stellt. Ihr könnt sie retten. Lasst mich hinein. Beruhigt euch, Bruder. Wir sollen den eisernen Griff der Titanen brechen und nicht die Zukunft ihrer Kinder stehlen. Wie sie bei uns. Ich habe diesem Welpen nur angeboten, sich unserer Sache anzuschließen und seinem Volk ein schrecklich, vorzügliches Massaker zu ersparen. Fyrak! Fyrak! Bruder, vergesst nicht, wofür wir kämpfen. Nun gut. Ich finde einen anderen Weg in ihren geliebten Traum. Und dann wird die Macht, die darin wächst, unser sein. Danke. Ich verfehle nie. So gut wie erledigt. Wir treffen uns in Lunedan. Kommt schnell und leise. Für den Ruhm der Drachen.
Ich höre. Auf euer Zeichen. Möge die Göttin euch beschützen. Ich verfehle nie. So gut wie erledigt. Wir dünnen nur genug Primalisten aus, um uns zu schützen. Das ist eine Aufklärungsmission, keine Schlacht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss näher ran. Moment. Das sind keine Primalisten. Ich brauche ein Ziel. Die Schildwachen stehen bereit. Auf euer Zeichen. Das sind Droiden. Ich höre. Die Schildwachen stehen bereit. Möge die Göttin euch beschützen. Gut, das Feuer, das die Brücke blockierte, sollte nun gelöscht sein. Ich verfehle nie. So gut wie erledigt. Auf. Seht ihr die Blume bei der Brücke? Sehen wir sie uns genauer an. Die Droiden zerstören die Pflanzen hier nicht. Sie erfüllen sie mit ihrer brennenden Magie. Wir sollten sie den Aspekten bringen, zusammen mit anderen Proben, die wir finden können. Sagt, wenn ihr bereit seid. Ich höre. Nehmt die Blume, dann können wir zu den Inkarnationen schleichen. Schützender Nebel. Diese Wolken könnten uns vor den Flammen schützen. Ihr batet mich, ihren geliebten Kindern nicht zu schaden. Also verbündet ihr euch mit diesen Fanatikern? So gut wie erledigt. Wir brauchen einen Weg in den Traum. Sie kennen einen. Sie teilen nicht unser Ziel. Was habt ihr ihnen versprochen? Sie brauchen keinen solchen Anreiz. Sie suchen Zerstörung und Unsterblichkeit in der lebenden Flamme.
Warum müsst ihr so ein Spielverderber sein? Mit unseren neuen Verbündeten sind wir mächtiger denn je. Das meine ich nicht, Fyrak. Hört auf zu jammern und folgt mir. Es gibt etwas, das ihr... Wir sollten hier sicher sein, solange sie miteinander beschäftigt sind. Die Schildwachen stehen bereit. Auf euer Zeichen. Möge die Göttin euch beschützen. Auf euer Zeichen. Seht, Schwester, die lodernde Macht unserer Verbündeten. Was habt ihr dieser Kreatur angetan? Ich verlieh ihr die lebende Flamme. Dieselbe Flamme werden wir dem Herzen ihres geliebten Weltenbaumes verleihen. Eridikon beauftragte uns, den Aspekten ihren Lohn zu verwehren. Nicht, ihn scheußlich zu verderben. Eridikon ist nicht mehr hier. Außerdem war er es, der mich befreit hat. Der mich anflehte, die Schattenflamme zu empfangen. Er wusste, was nötig war, um den Krieg zu gewinnen. Wir griffen gemeinsam zu den Waffen, um die Welt von den Titanen zu befreien. Diese Schlacht schlage ich. Diesen Sieg suche ich. Wir können nicht gewinnen, wenn eure Ideale uns die Hände binden. In der Tat. Dann ist es entschieden. Die Druiden haben Portale geöffnet. Wir können nicht denselben Weg zurücknehmen. Ich halte alles auf, was durchkommt. Erledigt schnell den Hüter, dann können wir entkommen. Ich verfehle nie. So gut wie erledigt. Die Schildwachen stehen bereit. Ich höre. Möge die Göttin euch beschützen. Nehmt diese Pfeife. Einer meiner Hippogreifen wird euch nach Waldracken zurückbringen. Elon wache über euch. Über uns alle. Die Stadt wartet. Gebt Acht.
Deswegen hat Phyrax seine Angriffe auf die Ebenen von Onara konzentriert. Ich werde zu... Moment. Diese Kälte. Spürt ihr das? Bei den Aspekten. Sie ist hier. Wachen! Auf den unteren Vorsprung! Champion, folgt mir! Wir müssen kämpfen! Ich finde Alex Strasser. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Hinfort, Inkarnation! Ihr seid in dieser Stadt nicht erwünscht! Ich muss mit Alex Strasser sprechen. Geht mir aus dem Weg. Ich bringe Ordnung. Weil Draken ist standhaft. Ich werde mit eurer Drachenkönigin sprechen. Dann sprecht. Ihr wisst bestimmt, was mein Bruder vorhat. Jedes Portal zum smaragdgrünen Traum ist gesichert und wird bewacht. Er sucht kein Portal. Mit den Druiden der Flamme an seiner Seite wird Phyrak einen Weg in den Traum reißen und seine Streitkräfte zum Weltenbaum marschieren. Streitkräfte? Er wird scheitern. Dieser Weltenbaum wird nicht brennen. Brennen? Er will ihn erobern, um sein reines Herz in einen Spiegel seiner selbst zu verwandeln. Grausam, lodernd vor unersättlicher Bosheit und in Schatten gehüllt. Ich kann ihm nicht helfen. Er ist nicht mehr mein Bruder. Vyranoth. Macht mit diesem Wissen, was ihr wollt. Lebt wohl, Alex Strasser. Bleibt bei uns. Warum sollte ich? Weil ihr ein Beschützer dieser Welt seid und sie nicht brennen sehen wollt. Bitte, hört mich an. Ich habe euch enttäuscht und unser Volk. Ja, habt ihr. Das werde ich nie wieder tun. Bleibt bei uns, Vyranoth. Für die Drachenheit. Waldraken steht unter meinem Schutz. Wachen! Auf eure Posten! Die Aspekte mögen euch schützen. Habe ich immer Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin bei euch. Die Sande der Zeit sind üppig, aber wertvoll. Alle Zeiten zu sehen ist mein Schicksal und mein Fluch. Der eine Pfad muss gewahrt bleiben.